Ich wünsche auf jeden Fall dem Tag der Jugend alles, alles Gute und hoffe auch, so wie in der Vergangenheit, auf gedeihliche Zusammenarbeit unter den Vereinen. Dankeschön. Einen schönen guten Morgen im Namen der VfB Mautern wünschen wir hier am Areal des Sportplatzes in Mautern. Wir präsentieren Ihnen heute hier, was passiert, wenn man Speisefett auf ca. 200 Grad erhitzt und wenn dieses Fett selbstständig zu brennen beginnt. Und was passiert, wenn man dieses Fett zu Hause in einer Küche mit Wasser löscht. Wir versuchen hier im Hintergrund jetzt einmal dieses Fett auf ca. 200 Grad zu erhitzen und schauen, dass das Fett zu brennen beginnt. Unser Peter wird jetzt ca. einen Viertel Liter Leitungswasser über diesen Fetttopf hineinleeren in einen Behälter, der was gesichert ist mit einer Leine. Peter wird dann auch einmal heruntertrinken, damit wir hier nicht mit Pyrotechnik und sonstigen arbeiten. Es ist wirklich reines Leitungswasser und wir werden Ihnen euch hier jetzt demonstrieren, was passiert, wenn man ganz normales Wasser in heißes, brennendes Fett hineinleert. Also das Gas vom Feuertrainer selbst ist weg. Hier brennt wirklich nur mehr das heiße Fett drinnen. Peter wird kurz herzeigen, wie es richtig gehört, mit einem ganz normalen Topfdeckel, den Deckel darauf. Und das Feuer erstickt. So wäre die richtige Vorgehensweise, wenn bei Ihnen, bei euch zu Hause, der heiße Fetttopf am Herd zu brennen beginnt. Wenn man hier falsch reagiert und Leitungswasser darauf schüttet, das werden wir jetzt im nächsten Schritt vorzeigen. Man sieht, sobald der Deckel herunter ist, beginnt das heiße Fett sofort wieder zu brennen. Und der Peter wird jetzt einmal anziehen an der Schnur, wird den Mechanismus auslösen und somit läuft ca. ein Viertel Liter Leitungswasser in heißes, brennendes Fett und seht selbst, was hier passiert.